Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir sind weiter hier in Havanna. Und heute wollte ich mal ein paar Aussichtspunkte klar machen, ein paar Schätze suchen. Und ich glaube die Karte, wie öffnet man nochmal die Karte? Mit M? Nee. Ich weiß nicht, wie man die Karte öffnet. Das ist das Problem. Ich probiere gerade mal ein bisschen was aus. Oh, okay. F ist hier auf jeden Fall nicht. Boah. Tag auf die Fresse mit dir, Alter. Auch vielleicht ein paar, wie öffne ich die Karte? Mit T? R? Q? Q? Achso. Mit Q? Ah, da kann ich so switchen. Okay. So, okay, mit B geht da, keine Ahnung. Mit was komme ich auf die Karte? Mit Tab, glaube ich, oder? Ja, mit Tab, genau. So, was ist das denn hier, bitte? Ein Manuskript und da vorne ist ein Schätzchen. Markierung setzen. So. Und dann rennen wir mal in Richtung unserer Markierung. Da lauert nämlich ein Schätzchen, was ich mir da jetzt mal krallen will. Und wir sind schon da. Wo ist es denn? Hier muss es irgendwo liegen. Ich wette, es ist hinter dieser Mauer. In einem Hinterhof. Alle Schätze sind in einem Hinterhof, habe ich immer das dumme Gefühl. So. Geh sterben, mein Freund. So. Nix da, meine Freunde. Nix da. Der Schatz ist oben auf dem Dach. Aha. Da vorne ist er ja. Wundervoll. Erbeuten wir uns mal die 326 Real. Wundervoll. Boah, dich will ich jetzt auch schnetzeln. Verteidigung durchbrechen! So. Das scheint ziemlich viele Soldaten zu sein, weil da ein Sperrgebiet ist. Sollen wir uns mal das Manuskript holen? Da muss ich nach dort rein. Okay, wir holen uns jetzt unser Manuskript. So. Schon mal zwei gleich weggeschnitzelt. Und der dritte folgt zugleich. Warm. Und der nächste. Aber jetzt muss ich mehr kontern. E. Zack. Oh, war der böse. Und jetzt kommst du ran, mein Freund. Der kann nur Block und Verteidigung durchbrechen und zack. Hier gab es jetzt Geschnetzeltes. Öffne. 105 Real, ein Manuskript. Wundervoll. Dann wollen wir auch mal den Aussichtspunkt, der da ist, gleich mitnehmen. Den haben wir doch eigentlich schon. Eben. Das ist ja scheiße, dass er trotzdem noch auf der Karte angezeigt wird. Haben wir in der Mission doch gemacht. Da wurde doch Steve Bonnet ausgeraubt, weil er zu inkompetent war, sich mit seinem Messer zu wehren. So, was gibt's denn hier noch zu machen? Ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen. Naja. Ich schneide das einfach dann danach auseinander immer. Da wird es dann immer nur ein kleines Outro geben oder so. Was gibt's hier denn noch so? Dann laufen wir jetzt, glaube ich, auch mal. Da ist noch ein Schatz. Den will ich mir natürlich auch noch holen. In dieser Burg drinne müssen mich flachsen. Och, komm, wir wollen den Hund streicheln. Oh, oh, wie süß. Ja, okay, das ist nicht so gut gemacht, aber es ist schon süß. Ja, komm schon, da hoch einfach.
Da ist auch noch ein Aussichtspunkt, sehe ich gerade. Wo wir uns dann auch gleich dahin den Schatz holen werden. Ich bin total in die falsche Richtung gerannt. Habe ich gerade festgestellt. Das ist ja gar kein Ding für einen King, hier hochzuklettern. Synchronisier. Mit schönem Blick, mit überall Schiffen, mit gehissten Flaggen. Und unser Adler ist immer bei uns, wenn wir synchronisieren. Und jetzt, ich glaube, das ist der höchste Todessprung, den wir im Spiel machen hier gerade. Hui! Zum Glück kann der nicht misslingen. Das wäre voll scheiße, wenn man den falsch machen könnte. Oh, noch mehr Geschlechter. Geschlachter! So, Geschnetzeltes gibt's jetzt. Zack. Okay. Du willst auch Geschnetzeltes, habe ich gehört. Zack. So. Ich habe gehört, du willst noch mehr. Hier kannst du es haben. Oh, Special Move. Oh, was ist das denn? Ist jetzt endlich Ruhe? Ich könnte gleich mal ein bisschen snipern gehen. Mal schauen. Erstmal beuten wir uns das jetzt. Warte, ich schnapp mir mal hier sowas hier. Ja? Nein, wegwerfen. Genau das da wollte ich nehmen. Wo ist denn die nächste Wache? Zack. Auch mit dem Teil machen wir sie alle platt. Weg damit. Wir greifen wieder zu dem klassischen Säbel. Jetzt reicht's aber langsam. Ich laufe jetzt mal Richtung Hauptmission. Da ist aber auch noch ein Schatz. Schön, schön, schön. Wo liegt denn der? Der liegt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich hinter dieser Mauer. Ja. Und den gönnen wir uns dann auch nochmal hier. Mit dieser kleinen Schatztour. Ich frage mich, wann wir unser Schiff bekommen, endlich. Ich will endlich ein eigenes Schiff haben. Ich glaube, da müssen wir erst noch so manche Missionen machen. Was gibt's hier? Piraten befreien. Ja, wo denn? Hinter dieser Mauer. So, Piraten befreien. Das halte von deinen Befehlen, du Hund. Oh, warm. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ja. Nur leider haben wir noch kein Schiff. Das ist das ganze Problem an der Stelle in der Geschichte. Und jetzt würde ich mal sagen, laufen wir mal Richtung Hauptmission weiter. Hier zur nächsten Hauptmission. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. So Leute, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge machen wir dann mit der Hauptmission weiter. Ja, ich habe das so ruckartig abgebrochen jetzt im Schneideprogramm, weil ich ja nur 10 Minuten Parts machen will. Und euch dann auch. Dann geht's in der nächsten Mission eben weiter mit der Hauptmission. Und dann wollen wir mal sehen, was uns da erwartet bei Taurus. Und bis dahin, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.